So, eine Karte zeigen, ja, dass er da läuft. Wir fangen wieder an damit, dass wir die Hände zusammennehmen und die ein bisschen kreuzen. Kreuzen? Kreuzen. So wie Weinbar. Das muss ich irgendwas drin sein. Mach die Geschichte mit der Apfelsaft. Gut, da drücken wir durch. Später, okay. Ich sehe das. Sie ist gut, sie ist gut. Guck mal, ich bin besser geworden. Ich habe das immer einmal die Woche gibt hier im Livestream. Ich fühle mich besser geworden. Ich setze mich auf. Oh Gott, Olli. Manchmal muss man lügen. Dann nehmt ihr die Arme, wenn ihr sie so nach vorne gekreuzt habt. Einmal so hoch wie ihr könnt. Ihr merkt das vielleicht an irgendeiner Stelle, merkt ihr, ihr könntet ins Hohlkreuz gehen, um hoher zu kommen. Das lasst ihr stattdessen. Hüfte festnehmen, dann hochziehen und gucken, wie weit ihr kommt. Und dann aus der Position einmal leicht nach links, einmal leicht nach rechts. Und jetzt ist es unverzeihlich. Oh, Scheiße. Ich gehe. Wegen sowas geht der Livestream auf. Und jetzt nehmt ihr die Hände auseinander und ein Arm kann sich richtig durchdrücken, den anderen könnt ihr zur Unterstützung nehmen. Same game. Andere Seite. Schön, dann wechseln. Was hab ich da oben? Ah, hab ich einen Ausgang oben. Voll schön, weiß ich nicht oft. Und dann drehen wir die Arme. Ganz easy. Knack, knack. Hör ich auch. Überhaupt nicht knackt. Ich tu nur so, ja, ich mach so. So, aber ich knack. Du machst so deine Geräusche. Weiß nicht, beim Knack machst du wohl Geräusche. Also in der Richtung. Hört man meinen Knack? Hä? Hört man meinen Knack? Nein. Krass. Das hat man gehört. Ja. Und ein Arm nach vorne, einer nach hinten. Sagst du den nächsten an? Ja. Sehr gut. 5 Sekunden. 3, 2, 1, wechsel. Ja, Olli ist älter als ich. Ich brauche die Übung. Und wir fangen an, den Oberkörper zu drehen. Oh, geht. Bei der Gesundheit. Geht in die andere Richtung. Geht ein Stockwerk tiefer und kreisen die Hüfte. Nach hinten beugen und nach unten. Och, meine Rückseite. Meine Rückseite. Ich war heute wieder Treppen laufen. Landsberger? Landsberger? Nein. Warum nicht? Zu wenig. Zu wenig, die Landsberger. 18. Stock. Wo? Einmal. Wo? Ja. Es gibt hier, du wirst das nicht kennen, weil du aus dem Westen bist, aber es gibt so richtig Hochhäuser. Ja, auch im Westen gab es Hochhäuser. Aber in unserem war nur... Das war nicht im Westen. 18. Stock, zweimal. War schön, die Treppe war schön. Danach bleibt ihr einmal unten. Und dreht euch einmal zum linken Fuß und einmal zum rechten Fuß. Nee, aber das war nicht alles schlecht gewesen. Dann wackelt ihr mit dem Fuß zusammen. Überkreuzt ihr einmal, drückt ihr euch nach unten und guckt dann, dass ihr einmal mit dem linken Arm nach oben kommt, mit dem rechten Arm nach oben kommt. Ohne ihn wieder zu nehmen, Oberkörperdrehung? Natürlich nicht. Oberkörperdrehung, ne? Genau.
Ich schaffe einfach die eine Hand unten. Dann gehe ich auf die Balance. Wenn ihr das gerade gemacht habt, geht ihr nochmal in die Vorbeuge. Federt euch kurz aus. Wenn ihr möchtet, geht zwischendurch kurz hoch. Ich gehe kurz hoch, weil ich auf die Burg gucken möchte. Wackelt vielleicht die Beine raus. Geht mit dem anderen Bein das gleiche durch. Und aus allen vier nehmt ihr euer Lieblingsbein und kreist das 5 bis 10 Mal. Dann wechselt ihr die Richtung, dann das Bein, dann auch die Richtung. Police Academy 1 bis? Wenn die auf Netflix sind. 4? Bestimmt bei Netflix. Ja. Gut, das war nochmal ein Wort. Mal aufstehen. Und jetzt gibt es folgende Aufnahme. Dann gebt wieder euer Lieblingsbein. Legt das einmal an. Schränkt das gerade nach vorne. Zieht es ein. Und macht dann einen Sidekick. Kommt wieder nach vorne. Kickt wieder nach vorne. Kickt wieder zur Seite. Das Ganze 5 bis 10 Mal wieder, dann das andere Bein. Dann macht man es nach vorne, wenn ich nicht Wasser trinke. Ah, so sind sie die Trainer. Ja. Trainer zieht zu mit. Seid ihr? Ja. Das ist jetzt alles für dich, ich bin nicht mehr. Nein, ich bin fertig, ich habe die Lücke gezählt. Das ist schön, aber was die andere Seite? Genau, die andere Seite. Sind nicht so schön Bein? Und ich nun? Eins. Du stehst. Unerwartet witzig heute, Albert. Ja, der Apfelsaft. Der war nicht vergoren. Hat er nicht so geschmeckt? Irgendwie so ein bisschen so wie. So Federwasser. Federwasser. Das ist geil, das ist sehr krass. Bist du fertig? Nee. Dann machen wir weiter. Bist du schon fertig? Ja. Okay, gut. Danach schüttet euch ein bisschen aus. Wir machen gleich Treppenboxen. Ihr steht noch an der Auslage und wir schlagen erst mal nur gerade Schläge. Achtet darauf, dass sie möglichst aus dem Bauch kommt. Also nicht aus dem Arm schlagen, sondern aus der Rotation vom Körper. Die Füße können ein bisschen einrennen, wenn ihr wollt. Das Wichtigste ist, dass der Körper rotiert. Wir machen 30 Sekunden lang gerade Schläge ganz locker, einfach ganz easy. Guckt ihr, dass ihr mitrotiert. 1, 2, 3, 1, 2, hopp, hopp. Arme immer wieder zum Kopf. Und wenn diese 30 Sekunden durch sind, geben wir 30 Sekunden Gas, also 30 Sekunden intensiv schlagen. Danach 30 Sekunden Pause. Das ist eine Schlagreihenfolge, die wir schon 100 Mal gemacht haben. Albert holt sich schon Gewichte. Ich würde mir jetzt auch Gewichte holen. Denn das kann ich nicht mit mir machen lassen. Und weil das so toll ist, dass ich gleich 2 Kilo Gewichte. Nee, ich nehme. Ich möchte dich nicht in deinem Alter herausfordern. Achso. Okay. Wäre doch unfair.
Folgen darf ich bereit, in 20 Sekunden sind bei uns 10 Minuten voll und ab dann geht's los in 15, oder? Ich muss noch was erzählen. Hol doch mal die 2 Kilo länger. Noch 10 Sekunden, oder? Vielleicht, wenn du fällst, noch ein extra durchführen. Ich gut hin. Ich hab irgendwann noch die 3 Kilo. Geht in eurer Hand. Was? 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 Und? Und los geht's. Erstmal noch abschlagen. Ich meine Gesundheit. Schwere Worte, ne? Und wir geben Gas. Und wir geben Gas. Auf 15. Und wir geben Gas. Damit an. Wir wollen den Low-Kick vorbereiten. Und das tun wir mit einer Schlagkombi.
Kombination. Und zwar nehmt ihr einfach nur die Führhand, danach die Schlaghand. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr einen Führhandhaken oder einen Führhand-Hoppercut nehmen wollt. Und am Ende schließen wir mit dem Low-Kick ab. Bevor wir mit dem starten, einmal kurz, wie soll der Low-Kick aussehen. Im Groben und Ganzen ist es ein Rundkick, der aber zum Bein geht. Es gibt im Prinzip Trilliarden Möglichkeiten. Manche sagen ganz hoch ziehen und runter, manche sagen ganz flippy so. Das Wichtigste ist, für das, was wir jetzt wollen, dass ein Auftaktstück dazu kommt. Also wir machen unsere Schlagkombination, bringen den Aufschlag, der kann mit dem Schlag kommen, um dann ins Reinzugehen und unser Schienbein auf das Bein vom Partner knallen zu lassen. Wir wollen entweder über dem Knie oder unter der Hüfte treffen. Nicht die Hüfte, nicht das Knie. Das Knie ist befindlich, das geht davon kaputt. Das wäre ein Unsport, ich sage, tritt man darüber. Die Hüfte ist ein Knochen, tut euch selber weh. Wir fangen damit an, dass wir ganz einfach, ganz locker an unsere Auslage, die Kombination schlagen, Führhand schlagen, Haken, Schritt und den Low-Kick. Beim Low-Kick, wie bei jedem Rundkick, ihr könnt es euch jetzt hier im Schattenboxen aussuchen, ob ihr den quasi abstoppt und ein bisschen locker macht, dann steht ihr so seitlich, positioniert euch wieder, oder ob ihr den so durchschießt, dass ihr quasi eine Pirouette machen würdet. Noch eine kurze Nachfrage, Führhand schlagen, Auftakt mit Haken zusammen oder Haken Auftakt? Das ist euch überlassen, wie ihr das am liebsten machen wollt. Ihr könntet zum Beispiel, denkt euch quasi Szenarien aus, ich stehe vor meinem Partner und der bleibt hier stehen, ich schlage Führanschlag und Haken, dann mache ich den Schritt nach der Seite, um mit dem Low-Kick zu kommen, während er, wenn er nach hinten geht, Führanschlag und Haken, kann ich den Schritt und den Low-Kick ganz gut kombinieren. Auf geht's. Dann entweder Haken oder Uppercut. Euch überlassen. Meistens mache ich das ja so. Anspricht, ist, dass der Haken nicht so wirklich einen Schlag bringt, sondern als Möglichkeit, wenn der andere die Balance schon mehr auf seinem hinteren Bein hat, das heißt vorne ein bisschen am Tänzeln ist, weil er weiß, es kommt schon Low-Kick, kann ich den Haken gut benutzen, um hier nochmal runter zu drücken, um sicher zu gehen, dass er in dem Moment nicht kommt. Ich mache es hauptsächlich, weil ich so lang bin und meine Gegner kleiner sind. Sure. Ich gucke einfach mal an. Geht aber auch, wenn ihr kleiner seid, dass ihr den Haken benutzt, um zu schieben. Mann. Will Sprung reinmachen, um mit dem Low-Kick zu kommen. Das ist, teilweise ist das dann so, als würde ich ausholen, was einfach verrät, dass ich das eingreifen will. Der hat es damals so gemacht, dass wir die Beine über Kreuz gestellt haben und von da aus reingesprungen sind. Das ist dann keine Technik, sondern eine Übung, um diesen gesprungenen Low-Kick zu trainieren. Und genau das machen wir jetzt einfach mal, dass wir uns so hinstellen, unsere Auslage, und von da aus für den Sprung reinkommen. Nicht fallen, sondern von da aus nach vorne springen. Was? Hüpf! Genau. Das kann man auch mit beiden dran machen. Ja. Ja.
Kopfkombination ausdenken. Wenn ihr gerade unkreativ seid, nehmt ihr einfach wieder links, rechts, Haken oder Uppercut. Und danach versucht ihr diesen gesprungenen Loki ohne die Übung dafür, sondern 1, 2, 3 und reinspringen. Du guckst verwirrt. Ha? Ich hab mal gedacht, wenn du erstmal abgelenkt kannst. Achso, ja klar. Du darfst dir eine Boxkombination aussuchen. Ja. Und danach machst du den gesprungenen Loki. Allerdings ohne die Übung, sondern als gesprungenen Loki, wo du wirklich das Gefühl hast, mit dem Loki Distanz zu überwinden. Ja. Ihr könnt alles nehmen, ihr könnt mit allen Waffen vorab vorbereiten. Cheat, gesprungener Loki. 1, 2, 3. Von vielen Möglichkeiten, die wir schon gezeigt haben, ist, in dem Moment, wo ich sehe, er blockt, das Bein abzusetzen und einfach aufs andere Bein zu treten. Das macht sogar sehr viel Spaß, aus dem einfachen Grund, der hier drauf steht. Das heißt, das gesamte Gewicht ist auf dem anderen Bein. Der Kick zwiebelt dadurch mehr. Bei orthodoxen Kämpfern, die der genormten, sag ich mal, Ausrichtung stehen, ist es dann sogar so, dass also es ist halt meistens das Standbein, wenn ihr das vordere Bein angreift, und das Standbein verträgt meistens auch weniger. Wichtig dafür ist, nach meiner Folge ist, ihr braucht ein gutes Auge. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ihr im Schlagabtausch seid, auf dem Kick bringt, hat nicht geklappt. Und dann versucht ihr es wieder, vielleicht mit einer neuen Boxkombination, hat wieder nicht geklappt. Und dann fangt ihr an, solche Tricks anzuwenden. Im Prinzip ist die Technik ganz leicht. Ihr macht trotzdem den Ausfallschritt, und im Prinzip, wenn ihr seht, er blockt mich, wollt ihr ja auch trotzdem treten. Darum braucht ihr ein gut genuges Körpergefühl und eine gute Steuerung über euren Körper, um den letzten Moment abzusetzen und auf das andere Bein zu drücken. Also im Schattenboxen 1, 2, 3, 4, Low Kick, 1, 2, 3, Schritt, Kick absetzend, das andere Bein zu drücken. So ein bisschen batscheln wie der Ente, so ein Bap. Ja, da. Ich muss das üben. Mach mal an mir als Partner, dann sehen wir auch, wo die Schwierigkeiten liegen. Ich mach's nochmal an dir vor. Du willst blocken. Hoch, komm. Nochmal? Ja. Das muss ein Schlagetausch sein. Kannst also reißt er wohl, wenn ich. Genau. Also darum sagte ich, es ist wichtig, wenn er nicht blockt, wollt ihr trotzdem treten. Und der Tritt soll doch trotzdem halt kommen. Das ist nicht so. Wirst du blocken? Sondern es ist ein Schritt, den ihr allerdings aufgrund eures Körpersgefühls abbremsen und umwandeln könnt. Das ist doch mal ein Glück. Ich hoffe, du bist auf der Kuh. Das muss man gucken. Nice, weil du zuguckt hast. Nicht so sehr tänzeln, sondern echt so. Ich bin nun mal sehr grazil. Mensch. Generell, wenn man zu den Beinen tritt, bietet es sich an, einfach einen breiteren und tieferen Stand zu haben, weil man generell mehr mit den Armen arbeiten könnt. Geht auch mit der anderen Seite, das heißt, ihr habt einen Umschritt gemacht. Das geht auch mit der anderen Seite, das heißt, ihr habt einen Umschritt gemacht, wollt aufs Hinterbein treten, er will da blocken oder am Kreuzbau machen, hopp, und dann mache ich nochmal einen Schritt und trete wieder. Es sind quasi doppelt so viele Schritte. 1, 2. Aber geht auch. Weil wir ja auch noch hinterlaufen, ne? Ja, bei dir. Welcher Angriff? Wo soll ich treffen? Hinten? Bei hier? Ja. Also mach ich werde blocken. Hier werde ich blocken. Da blockst du. Okay. Ja. Da ist er. Ab. Nochmal ist er hin. Hier muss ich ganz schnell an mir vorbei. Also
nicht nach vorne setzen, zweiter raus. Ja. Das ist dann der Moment, wenn der Vater nicht bloß. Wollt ihr halt trotzdem auf das Bein treten? Ja, dann falsch gemacht. Es soll nicht so werden, dass es einfach einen Tritt aufs hinteres Bein gibt. Die nächste Möglichkeit. Wenn wir jemanden viel aufs Bein treten, wird er uns diese Waffe wegnehmen wollen. Er kann uns nicht unsere Beine wegnehmen, also will er uns den Winkel wegnehmen. Und das kann man ganz leicht machen, wenn mir viel auf die Beine getreten wird, indem ich. Ja. Ich clinche, nach vorne laufe und hier Winkel checke. Durch diese Distanz kann er mir ja gar nicht mehr aufs Bein treten, weil ich an ihm dranhänge. Dafür wollen wir auch vorbereitet sein, indem wir versuchen, das haben wir auch schon mal gemacht, seitlich rauszugehen und ihm dann aufs Bein treten. Wenn ihr einen Partner habt, macht der Partner nichts anderes. Wenn er eine Platze hat, hält er sich die ans Bein und läuft euch zu und macht quasi in dem Moment einen gewissen Schritt auf mich zu. Macht einen Schritt auf mich zu und ich bleib dann hier stehen. Und er läuft quasi durch mich durch, aber nicht weg, sodass ich den Winkel verändern kann. Und von hier aus dann einmal aufs Bein treten kann. Zu welcher Seite ihr euch rausgeht, ist im Prinzip egal. Es bietet sich immer am meisten an, dass der Partner eine Hand zusätzlich nimmt. Meinetwegen, wenn ich mit meiner Führhand auf Alba zulaufe, macht es Sinn, dass er auf die Richtung rausläuft und dann mit dem Bein tritt. Und wenn ihr schon die ganze Zeit in eurem Sparringkampf hier auch immer aufs Bein getreten habt, werdet ihr auch einfach, nachdem ihr den Winkel geändert habt, wieder aufs Bein treten. Wie könnt ihr das machen? Macht Spaß. Also, wenn einmal eine Sache funktioniert, zieht sie durch. Wie können wir das üben? Ganz leicht, wir stehen vor unserer Auslage, machen einen Seitschritt, drehen uns zur Seite und treten von hier aus direkt nochmal aufs Bein. Gleich auf der anderen Seite. Wir stehen hier, seitlich raus, Beitritt. Oh. Rausgehen. Lange Platz. Dann müssen wir einmal eine Pratze vormachen für die Leute. Ja. Gut. Ich habe mal die Treten. Ich habe hier die Pratze, also wird er jetzt so rausgehen wollen, dass er hier drauf treten möchte. Sollte es irgendwie anders laufen, versuche ich mit der Pratze mitzugehen. Hier halt auf ihn zu. Nochmal. Instagram sehen. Okay. Für mich ist kein Feiertag. So, egal.